Guten Tag. Today we are going to discuss Module 1, Lektion 3. Hast du Geschwister? So, das ist the Name. This is the name of this chapter. So, the first question is, wie viel Geschwister haben Sie? Schreib ganze Sätze. Okay, so it's given here. And then we have to write down, with the help of this given information, we have to write down the sentences. Okay, so complete sentences. So Thomas hat zwei Schwestern. Okay, so from here we will know that. Yeah, so zwei Schwestern. Yeah, this one. So like this. Yeah, so we are just going to write on the answer. So Thomas hat zwei Schwestern. Anja ist Einzelkind. Martina hat zwei Brüder. Okay, it's a Brüder, that means two brother. So zwei Brüder. Hans hat einen Bruder und eine Schwester. Daniel ist Einzelkind. Okay, the next one, number 2. Hier sind Adjektive versteckt. Wie viele findest du? So that means in this one, adjectives are hidden. How many of you, like how many have you found? Yeah, so just try to find it. Like the first one is like here from, okay, net, N-E-T-T, net, schön, S-C-H-O, umlaut, N, then lustig, L-U-S-T-I-G, lustig, then string, S-T-R-E-N-G, string, then lieb, L-I-E-B, lieb. Okay, in the first one, this much adjective is given there. Then in the second one, sympathisch, okay, S-Y-M, P-A-T-H-I-S-C-H, then langweilig, L-A-N-G, W-E, W-E-I-L-I-G, langweilig, then freundlich, F-R-E-U-N-D, L-I-C-H, freundlich, then laut, and then foul. Okay, we move to the next one, then number 3. So here again we have to write down the adjective. So schreib die Adjektive aus Übungen 2. Übung 2 in die richtige Spalte. That means we have to write down the adjective from the exercise 2 in the correct column. Okay, so the first one is a hands up, second one is a hands down. That means first one is a, we can say positive, and second one is a negative, we can say. Okay, and both are okay, good. So net, then for the positive one we will read it: net, schön, lustig, sympathisch, freundlich, and then lieb. Then negative one, streng, langweilig, laut, and foul. Okay, then number 4. Wie sind Sie? That means how are you? Ergänze die Sätze. Okay, complete the sentence again. Like the first one, the information given there. And then with the help of this information, we have to write down the sentences. Like, Herr Meyer ist streng. Anna ist sympathisch. Hans ist doof. Frau Schmidt is lustig. Brigitte ist nett. Erika ist langweilig. Okay, then next. Okay, then here. Schreib die Zahlen in Buchstaben. Lies die Zahlen dann laut. So write down the numbers, okay, in words, and then read the words, okay, loudly. So yeah, we know that. Okay, so first one is a null. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf. Okay, elf is here. So zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, then zwanzig. Okay, so elf is there. Zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, 80, 90, then 100, or we can say 100, then 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Okay, and then here 200, then 300, 600, 700, then 1000, or we can say 1000. Then here the three digit words are the three digit numbers, okay, in words: 125, 350,
400, 6 und 6. Okay. Then we move to the next one, number 6. Okay. Welche Zahlen hörst du? Kreuz dann. So you have to listen and then cross. Okay. Which number have you heard? Okay. So it's a part of listening. So, okay. We will do it later. So then this one. Yeah. So for this one here, here to write the telephone number, so then personen. So we will listen and then write down the numbers basically. Yeah. So it may be possible photos are different or names are different. Yeah. So but just go through it. Yeah. So for this one, it's given here. So Heinz Bender. So 7, 8, 9, 0, 6, 4. So I 3, 9, 1, 1, 3, 2. Then 6, 6, 9, 8, 4, 5. Then 1, 5, 3, 7, 8, 0. Okay. Then next, was passt zusammen, that means what comes together, that means match the followings. Yeah, so sind sie verheiratet, so it's given, ja, ich bin verheiratet. Then haben sie Kinder, then ja, einen Sohn. Then wie alt sind sie, ich bin 41. Then wer sind sie, ich bin Herr Müller. Then haben sie Geschwister. Then nein, ich bin Einzelkind. Then sind sie der Vater von Hans? Then nein, von Markus. Okay. Then number 9. So 9. Frag höflich. That means sie. Höflich is like formal. Okay. So like in Hindi we have aap and du means tum. So when we say aap, this is formal. Yeah. So in German we call it höflich. Yeah. So frag höflich. So instead of two, we have to use Z. So we heißen Z, then ich heiße Renata Weigel. Then wer sind Sie? Ich bin die Mutter von Tina. Sind Sie der Vater von Stefan? Ja, ich bin der Vater von Stefan. Heißen Sie Monika Kurz? Nein, ich heiße Minka Kurz. Then sind Sie Herr Weigel? Ja, ich bin Herr Weigel. Okay. Then we move to the next exercise, number 10. Here we have to fill up heiße oder heißen. Yeah, bin oder sind. Okay, so the just we have to go through it. So Entschuldigung, heißen Sie Müller? So just because Sie, so heißen. Ja, ich heiße Müller. So ich, so heiße. Und Sie, wie heißen Sie? Ich heiße Bauer. Anna Bauer. Wer sind Sie? Sind Sie Herr Wagner? Nein, ich bin Herr Langer. Und Sie, wer sind Sie? Ich bin Frau Schulz. Ich bin die Mutter von Klaus. Then next, Nummer 11. Ein oder einen. Einer oder einen. So we use einer for feminine, einen for masculine. Okay, so masculine is einen, einer is for feminine. Yeah. So ich habe einen Bruder, so masculine. Susi hat einen Onkel, masculine. Frau Götz hat eine Töchter, feminine. Haben Sie Geschwister? Ja, eine Schwester und einen Bruder. Nummer 5. Herr Beck hat einen Sohn. Ja, Sohn ist ein masculine. Frau Hansmann hat eine Töchter und einen Sohn. Ja, dann Nummer 12. Again, herein. Okay, so we are going to just go through the answers. So where is das? Note here the information. Who is this? And then note down the information. So name, then zone, or the doctor von, so whose daughter or son, then Bruder or the sister von, then alter, that means age. Yeah. So Brigitte Bauer. Okay. Franz und Annette. So doctor von. So basically she is a girl. So doctor von Franz und Annette. Then Bruder or the sister. So Bruder. Klaus, then Alter, 16, yeah, 16. Then Martin Langer, then Karl und Susanna, okay, parents. Then Petra, Schwester, then Zulf, okay. Then Eva Schulz, then Eva Schulz, Hans und Claudia, then Einzelkind, okay, no brother, no sister. Then 13, okay. Then here, Susanna Müller, Peter und Karin, Georg und Michelle. Okay, Georg und Michelle.
then alter 15, 15, yeah. Then we move to the next one, yeah. So we are lazy, just we have to read the text and then find out the answer, okay. So the answer for the first one, we where heißt Petra, the sister von Martina. Number two, where is Solf Martin. Then number three, wie alt ist the Mutter von Aisha, Fiersisch. Then number four, wie ist der Vater von Aisha, Sportlich. Then, wie heißen the Bruder von Susanna, Michelle und Georg. Okay. Then we move to the next one. Yeah, number 14. So, schreib Sätze. We have to write down the sentences with the help of these jumbled words. So, the number one is, ich bin der Vater von Tina. Number two is, wer sind Sie? Number three is, ich habe einen Bruder. Number four, die Mutter von Peter ist sympathisch. Number fünf, meine Schwester ist doof. Number six, wie ist deine Telefonnummer? Okay, and then next one, number 15, was fehlt ergänze? Okay, so we have to fill up here what is missing in this question, and the words are given here in the circle, so we have to just find out the words and complete the sentences. So wie heißt du, wie alt bist du, wie ist deine Telefonnummer, heißt du Thomas, hast du Geschwister, then bist du Einzelkind, heißen sie Hans Schulz, sind sie verheiratet, oder bist du verheiratet, sind sie verheiratet. Okay, then number 16, so 16, richtig schreiben, ergänze. So just we have to write down the missing spelling, yeah, so missing letter here. So number 1, O oder doppel O oder OH, yeah, so zone OH, Tochter, doof, then Oma, day oder te, so 100, 1000, then kind, seha oder ge, ish, langweilig, freundlich, okay, ch, then ei oder ie, then ie, so feel, feel, feeler, then fiertzisch, then verheiratet, ei, then ei oder eu, so freundlich, langweilig, dreißig, Freund. Okay, then SH oder CH, so Geschwister, SH, then entschuldigen Sie, okay, entschuldigen Sie, then nicht, NICH, nicht. Okay, then okay, with this one we have completed this chapter, and then auf Wiedersehen.